250? Das kann doch nicht sein. Hi Leute, sorry, ich bin gerade völlig im Stress. Ich bin in einem Hotel unterwegs und ich soll dieses Essen hier zu Herrn Professor Dr. Tobinger Tschaikowski bringen. Zimmer 222, genau. Der hat das bestellt per Zimmerservice. Ich will es ihm bringen. Es wird langsam kalt. Ich finde dieses blöde Zimmer nicht. 229. Scheiße. Es gibt kein Zimmer 222. Das Essen ist jetzt eh kalt. Ich esse es jetzt selbst. Spaghetti mit Pesto. Hab ich noch gar nicht gesagt. Heute geht's um Hotels. In einem Hotel kann man übernachten, wenn man im Urlaub oder auf Reisen ist. Ich war auf meinen Drehreisen schon in sehr vielen verschiedenen Hotels. Manche waren schön oder sogar sehr schön. Hotels gibt's echt fast in jedem Land der Welt. Meistens da, wo es auch viele Touristen gibt. An besonders schönen Orten und in großen Städten. Ich gucke heute hinter die Kulissen eines richtig glamourösen Hotels und finde raus, wer dafür sorgt, dass sich alle Gäste willkommen fühlen, ein sauberes Zimmer haben und was Gutes zu essen. Ihr lernt außerdem einen speziellen Hotelgast kennen, Professor Dr. Tobinger Tschaikowski. Guten Tag, sehr erfreut. Er kostet den Luxus, den das Hotel bietet, voll aus. Bin mal gespannt, wie der sich heute benimmt. Also, packt eure Koffer, hier kommt der Hotelcheck. Man serviere mir die Checkerfragen. Danke. Was ist ein Grand Hotel? Wer macht im Hotel sauber? Und was ist das Wichtigste beim Service im Restaurant? Das checke ich für euch. Heute bin ich in Hamburg. Direkt am Wasser, an der Außenalster, steht eins der berühmtesten Hotels Deutschlands. Das Hotel gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Voll beeindruckend, wie hier alles glänzt und leuchtet. Entschuldigung, hallo. Hallo. Ich bin Tobi und ich bin hier, um heute den Hotelcheck bei euch zu machen. Hi, willkommen. Ich bin Frankie. Ich bin hier an der Rezeption die Leitung. Die Chefin? Ganz genau. Magst du mir vielleicht erstmal erklären, was so eine Rezeption überhaupt ist, was hier passiert? Weil das ist ja das Erste, was man sieht, wenn man ins Hotel reinkommt. Die Rezeption kümmert sich um den Empfang, also wenn du das erste Mal das Hotel betrittst. Du kriegst bei mir deine Zimmerschlüssel, ich zeig dir, was wo ist bei uns im Hotel. Die Rezeption ist Tag und Nacht geöffnet. Frankie und ihr Team helfen den Gästen bei allen Fragen und Wünschen. Das nennt man Service. Und was kostet dann so ein Zimmer pro Nacht? Das startet bei 259 Euro. Ernsthaft? Ja, das kommt auf das Zimmer drauf an. Es gibt ja auch verschiedene Zimmergrößen. Es gibt auch ganz große Suiten. Da hat man dann auch ein Wohnzimmer mit dran, zum Beispiel. Und da gehen wir dann auch mit der Präsidentensuite zum Beispiel über 1500 Euro. Boah, aber also, das ist ja schon teuer, ne? Nicht alle Hotels sind so teuer. Das stimmt. Aber das liegt daran, dass wir ein Grand Hotel in der 5-Sterne-Hotellerie sind. Okay, das ist ein super Stichwort. Das ist auch die erste Checkerfrage. Was ist ein Grand Hotel? Also ein Grand Hotel, das sind diese schönen, altehrwürdigen Gebäude, die man in vielen großen Städten findet, die schon seit über 100 Jahren Hotels sind und eben die Luxushotellerie von Anfang an mitgeprägt haben. Okay, also luxuriös muss es sein, alt muss es sein und ich sag's mal ganz platt, aber wirklich was hermachen. Wenn man reinkommt, dann will man erstmal staunen in einem Grand Hotel. Ja. Grand Hotels haben fast immer 5 Sterne. Die Sterne sind eine Bewertung. Je mehr Sterne, desto besser das Hotel. Und auch teurer. Maximal gibt's 5 Sterne. In einem 1-Stern-Hotel gibt's Bett, Tisch und Stuhl, einen Fernseher und im Bad eine Dusche. Im 3-Sterne-Hotel gibt's zusätzlich zum Beispiel einen Föhn und eine Nachttischlampe. Ein 5-Sterne-Hotel kostet am meisten. Es bietet nicht nur in den Zimmern Luxus. Es gibt dort auch verschiedene Restaurants, Cafés und Bars. Oft gibt es einen Wellnessbereich mit Pool und Sauna und manchmal besondere Extras, wie zum Beispiel einen Kinosaal oder eine Bibliothek. Außerdem kann man sich Essen aufs Zimmer bestellen oder über Nacht die Schuhe putzen lassen. Ein Grand Hotel ist also ein Hotel, das sich nur die reichsten Leute leisten können. Das hier ist übrigens die sogenannte Lobby. Die ist immer gleich im Eingangsbereich von so einem Hotel. Und dass es da so schick ist, das ist Absicht, weil mit der Lobby will ein Hotel richtig angeben. Gleichzeitig ist so eine Lobby aber auch so eine Art Wohnzimmer für die Gäste.
Hier können die Leute sich ausruhen, was trinken oder Bekannte treffen. Hier steht normalerweise der Concierge. In einem Grand Hotel ist der Concierge dafür verantwortlich, den Gästen jeden einzelnen Wunsch zu erfüllen. Ganz kurz. Der Concierge. Zum Beispiel, wenn jemand mitten in der Nacht Lust kriegt auf sowas wie grüne Gummibärchen-Krokodile mit roten Augen oder sonst irgendein Anliegen hat. Am Haupteingang des Hotels wartet der Wagenmeister, Anthony. Auch sein Job gehört zum Service in einem Grand Hotel. Schönen Tag, herzlich willkommen in Atlantic Hotel Hamburg. Dankeschön. Gute Reise gehabt? Ja, war sehr angenehm. Vielen Dank. Das freut uns. Jeden Tag bei Wind und Wetter begrüßt er die Gäste und nimmt ihnen das Gepäck ab. Selbstverständlich fahren wir Ihnen gerne für Sie in die Garage. Danke. Bitte sehr, angenehmer Aufenthalt. Hi Anthony. Hey. Hey. Alles gut? Alles gut. Ja. Sag mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat dir seinen Autoschlüssel gegeben. Ja. Ich parke das Auto jetzt gleich zur Garage. Aber das ist ja sein. Du fährst das fremde Auto. Ja. Das ist mein Job. Warum machen Sie das nicht selbst? Wenn du hier kommst als Gast. Natürlich einfach reingehen und den Rest übernehmen wir für dich. Okay. Das heißt, es ist wirklich so ein Service, ne? Man fühlt sich dann einfach sofort schon im Urlaub oder so, im Hotel. So ist das. Hast du nicht immer Angst, dass du irgendwo eine Schramme reinfährst und dann ruiniert bist? Versuchen wir nicht passiert, aber ich hoffe mir nicht. Wenn passiert, dann wir sind gut versichert. Ist dir das schon mal passiert? Toi, 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 noch nie. Respekt. Danke dir. Ja, cool. Wie kann ich dir denn helfen? Mein Page ist nicht da. Hast du Lust, Moment, das Gepäck hochbringen? Ja, klar, dann bin ich der Page. Gerne. Und dann fahre ich das Auto weg. Super. Die schicke Uniform trägt Anthony, wie übrigens alle Hotelangestellten, damit die Gäste sofort erkennen, dass er im Hotel arbeitet. So, ich bin jetzt im richtigen Outfit. Ich bin jetzt ein Page und meine Aufgabe ist es, das gesamte Gepäck ins richtige Zimmer zu bringen. Es gibt in diesem Hotel über 200 Zimmer, aber das kriege ich schon hin. Sesam, öffne dich! Das funktioniert ja fantastisch. Aha, ein Fahrstuhl. Au, au. Für den Gepäckservice gibt es einen extra Geheimaufzug. Vom Transport sollen die Gäste nichts mitbekommen. Wenn sie in ihrem Zimmer ankommen, ist das Gepäck wie durch ein Wunder schon da. Also, ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen. Deswegen jetzt erstmal eine Frage an euch. In welcher Stadt wurde das erste Hotel eröffnet? A. London, B. Moskau oder C. Istanbul? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Guckt mal, da kommt gerade ein ganz spezieller Gast an. Schönen guten Tag, herzlich willkommen in Atlantic Hotel Hamburg. Guten Tag, hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag, willkommen. Willkommen, hallo. Mein Name ist Professor Dr. Tobinger Tschaikowski und ich habe eine Suite, glaube ich. Eine recht große Suite für mich. Ich bin nämlich wichtig. Statt Zimmerschlüssel gibt es hier diese Karten. Frankie programmiert sie so, dass sie die Tür zum Zimmer des Professors öffnet, aber keine andere. Ach, endlich angekommen. So, wo geht jetzt hier die blöde Tür ab? Ach, da geht das ja. Weiß ich eh, ich bin wirklich oft hier. Ah, das Bett. Hervorragend. Hups. So, ich lasse mir erstmal eine schöne Wanne ein. Herrlich. Und dann gibt's was zu essen, würde ich sagen. Jetzt was zu essen. Mm. Hallo, Zimmerservice. Ich hätte gern was zum Essen. Und zwar da die super gern eine Portion Nudeln haben. Mit einem Pesto. Ah, der Checker Tobi. Den sehe ich gern. Ein Grand Hotel ist ein besonders edles Hotel. Es gibt verschiedenste Services und den Gästen wird jeder Wunsch erfüllt. Gecheckt. Herbergen gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Denn auch schon damals waren die Menschen auf Reisen und mussten irgendwo übernachten. Wie zum Beispiel vor über 2000 Jahren die alten Griechen. Achtung! Yassas! Ich bin gerade auf Kur hier in Epidauros. Epidauros, das ist eine heilige Stätte, die wir hier im alten Griechenland haben. Und ich bin hier, weil ich hoffe, dass die Götter mir endlich helfen, meinen Husten loszuwerden. Ich wohne hier in einem Gästehaus. Es gibt einen Aufenthaltsraum, es gibt Sportstätten, es gibt ein Theater. Aber vor allem gibt es hier herrlich frische Luft. Epidauros. Ganz ehrlich? Mir reicht's. Also hier im Mittelalter, also wir sind jetzt im Mittelalter, von euch aus gesehen ist das über 500 Jahre her. Hier im Mittelalter stinkt es überall.
Also ich bin gerade auf Durchreise und übernachte in einer der Gastwirtschaften hier im Dorf. Man schläft in so einem Schlafraum, aber nicht alleine, sondern mit 15 anderen Leuten. Das sind wildfremde Menschen, ich kenne die überhaupt nicht. Die schnarchen richtig viel und richtig laut, die furzen doll, es stinkt, überall ist Ungeziefer. Da! Also ganz ehrlich, im Mittelalter übernachten, es ist die Hölle. Ja, und so ist das auch über die nächsten Jahrhunderte geblieben. Es war abscheulich. Und deshalb habe ich darf mich kurz vorstellen, David Lowe aus England, habe ich mir etwas einfallen lassen. Im Jahr 1774, also von euch aus gesehen, vor ungefähr 250 Jahren, da habe ich, David Lowe, das erste Hotel der Welt eröffnet. Hier bei mir in London, England. Ich darf euch kurz die Zimmer zeigen. Also, jedes Zimmer ist ausgestattet mit einem Wärmeofen. Es gibt einen Holzzubau, das heißt, man kann baden und die Betten haben Daunendecken. Also, ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, viele Adlige haben lieber bei mir ein Zimmer genommen, ja, als zu ihren reichen Verwandten auf irgendwelche Schlösser zu gehen. Im Laufe der Jahre wurden Hotels immer beliebter, einfach weil immer mehr Menschen verreisen. Die ersten sogenannten Hotelketten sind in den USA entstanden. Das heißt, es gibt auf der ganzen Welt an ganz vielen verschiedenen Orten Hotels von der gleichen Marke. Und egal, in welchem dieser Hotels man übernachtet, es gibt das gleiche Bett, das gleiche Frühstück, wahrscheinlich sogar den gleichen Fernseher. Es gibt aber auch richtig viele Hotels, die wollen ihre Gäste überraschen. Guckt mal. Es gibt echt abgefahrene Hotels auf der ganzen Welt. In diesem Luxusresort zum Beispiel haben Gäste eigene Hütten im Wasser. So was Ähnliches gibt es auch mit Baumhäusern, wie hier im Regenwald in Peru. In Igloo-Hotels wohnt und schläft man in einer Höhle aus Eis und Schnee. Auf den Malediven gibt es sogar Unterwasser-Hotelrestaurants. Und in Japan kann man sich so kleine Schlafkapseln mieten. Ein Mini-Mini-Hotel. Oder, das finde ich besonders gut, in den USA gibt es ein Hotel in Hundeform. Weiter geht's jetzt mit Patricia. Ihren Job nennt man in einem Hotel Zimmermädchen. Und mit ihr kläre ich auch meine nächste Checkerfrage. Wer macht im Hotel sauber? Ich bin ja heute dabei, allen so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Kann ich dir auch ein bisschen helfen? Sehr gerne. Bitteschön. Kannst du gerne schieben? Darf ich schieben? Wenn du möchtest. Und sag mal, auf dem Wagen hier hast du einfach alles drauf, was du so brauchst, oder wie? Ja, wir haben alle Lappen, Utensilien, schön. Also das, was man für die Zimmerreinigung braucht. Okay. Wir klopfen zuerst. Aha. Man weiß nicht, vielleicht der Gast noch drin ist, weil er was vergessen hat. Aha. Oder ja, er möchte sich noch Zähne putzen. Ja. Also wir klopfen halt. Housekeeping! Sagt man nochmal Housekeeping? Housekeeping heißt quasi das Team von Leuten, die sauber machen. Genau. Housekeeping, guten Morgen! Also, das ist das Zimmer. Keiner mehr da. Keiner mehr da. Wow. Sehr schön. Der Blick aus dem Fenster ist voll schön. Ja, sehr schön. Aber auch ziemliches Chaos hinterlassen, ne? Ist ein bisschen Arbeit. Der hat nicht mal, ich glaube, es war ein Mann, weil die Klobrille ist hoch geklappt. Der hat nicht mal die Klobrille runtergemacht. Oh ja. Also sowas. An die Arbeit. Alles muss rasend schnell gehen. Deswegen zum Beispiel hat die Bettwäsche keinen Reißverschluss oder Knöpfe. Da hat jemand seine Stinkesocke vergessen. Überraschung. Wo kommt die hin? Du kannst die erstmal zur Seite legen, das tun wir ja zum Fundsachen. Was sind denn so die lustigsten oder vielleicht auch verrücktesten Sachen, die du schon mal in so einem Hotelzimmer gefunden hast? Wir haben Süßigkeiten bekommen. Ach. Ja, Gummibärchen so auf dem Tisch und Schokolade. Also das sind so schon nette Aufmerksamkeiten, was man auch vom Gästen bekommt. Und die nicht so netten Sachen, die wirklich... Oh ja, Fancy wurde geklaut. Wirklich? Ja. Nicht dein Ernst? Ja, ich weiß nicht, wie haben die das hingekriegt, aber die war weg. Trotzdem, für die Gäste muss alles perfekt sein. Beim Bettenmachen achtet Patricia sogar darauf, dass die Ecken der Kissen exakt in den Ecken des Kissenbezugs liegen. Und dass die Kissen ohne eine einzige Falte am Kopfende stehen. Tada! Ja, okay. Okay, du darfst ändern. Darf ich? Ja. Sorry. Ja, okay, sieht echt besser aus so. Patricia braucht für ein Zimmer wie dieses etwas länger als eine Stunde. In manchen anderen Hotels muss das noch viel schneller gehen. Das gibt auf jeden Fall Muckis. Aber mal im Ernst. Dass es in Hotels immer so schön und ordentlich ist, liegt an der harten Arbeit, die das Housekeeping-Team jeden Tag leistet. Krass, Patricia.
Patricia, du bist so krass schnell. Das ist alles schön sauber. Ja, jahrelange Erfahrungen. Sag mal, wie findest du das eigentlich, dass du ja, für Leute sauber machst, die du ja auch gar nicht kennst? Wenn man sich für Hotellerie entschieden hat, dann ist man auch damit einverstanden, dass man für andere Leute sauber macht oder Service macht oder wie auch immer was anderes hat. Aber das ist die Entscheidung. Hotellerie ist so. Wenn ich dann sauber gemacht habe, ist aufgeräumt, frisch und riecht gut. Mhm. Es macht Spaß mir, dass ich das machen kann und die Leute dann glücklich sind. Ja. Ist es bei dir zu Hause genauso sauber wie hier im Hotel? Ja. Echt? Ich bin eine ordentliche Person. Ich mag sauber, ich mag Ordnung. Bei mir muss auch alles glänzen. Ja? Hier. Ja. Sehr gut. Guck mal, mit der Badewanne bin ich jetzt fertig. Sehr ich würde schön. Dann mit, wahrscheinlich, irgendwer muss jetzt Klo. Ja, dann muss man nochmal, machst du schön sauber. Ja? Mach ich. Geil. Ich mach Richtung Toilette. Übrigens, der Klolappen ist extra rot, damit ihn niemand für was anderes benutzt. Die Leute vom Housekeeping putzen jeden Tag die Zimmer, tauschen die Wäsche und räumen auf. Für die nächsten Gäste muss alles perfekt sein. Gecheckt. Ich finde, es ist ein richtig toller Luxus, mal in einem Hotel zu übernachten und das auch so richtig zu genießen. Aber Hotels haben auch ein paar Nachteile. Erstens, sie sind nicht besonders gut für die Umwelt. Wisst ihr warum? Ich gebe euch mal einen Tipp. Genau, Hotelzimmer werden viel öfter sauber gemacht, als wir das bei uns zu Hause machen würden. So entstehen weltweit riesige Mengen an Wäsche, die gewaschen werden muss. Luxushotels haben außerdem oft eine Sauna und einen Pool. Und damit die schön muckelig warm sind, muss die Heizung das ganze Jahr über volle Pulle aufgedreht sein. Kurz gesagt, Hotels verbrauchen richtig viel Wasser, Strom, Gas, Putzmittel und Waschmittel. Außerdem werden Hotels oft in besonders schöne Landschaften gebaut, zum Beispiel an so paradiesische Strände. Das Problem ist, das ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der wird dadurch gestört und immer kleiner und das ist natürlich gar nicht gut. Ein weiterer Nachteil, Hotels sind ziemlich teuer. Das heißt, viele Familien können sich gar nicht leisten, Urlaub im Hotel zu machen. Aber es gibt ja günstige Alternativen. Ich gehe zum Beispiel total gerne campen. Und was ihr auch machen könnt, Urlaub mit euren Freundinnen und Freunden in der Jugendherberge. So, guckt mal Leute, ich habe nochmal ein neues Outfit bekommen. Jetzt bin ich Kellner. Ich darf nämlich heute Abend im hoteleigenen Restaurant mithelfen, die Gäste bedienen, alles vorbereiten und so weiter. Das mache ich jetzt, dafür treffe ich Vanessa. Hallo Vanessa. Hi. Vanessa ist die Chefin hier. In ihrem Restaurant gibt es edle Speisen für die Hotelgäste und auch für Leute aus der Stadt. Du darfst auf alle Fälle schon mal unsere Gläser zum Tisch bringen, damit wir die eindecken können. Ich gebe dir mal eine Hand. Aufpassen. Genau. Aufpassen, hier ist der Stuhl. So, aufpassen, die Ecke. Erste Challenge bestanden. Weiter geht's mit dem Tischdecken. Das ist komplizierter, als man denkt. Man braucht sogar Handschuhe, damit man keine Fingerabdrücke auf dem Besteck hinterlässt. Hier gibt's für eine Person 4 Gabeln, 3 Messer und 2 Löffel. Für jeden einzelnen Essensgang ein neues und passendes Besteck. Verrückt. Ich meine, mir reichen normalerweise Messer und Gabel. Vanessa muss die alle auseinanderhalten können. Das lernt man in der Hotelfachschule. Sieht perfekt aus, oder? Bevor ich heute Abend echte Gäste bewirte, muss ich üben. Vanessa spielt meine Gästin. Zeit für die dritte Checkerfrage. Was ist das Wichtigste beim Service im Restaurant? So, angenommen, hier sind jetzt die Speisen drauf, ja? Genau. Wie würdest du das bringen? Ich würde einen Obergriff empfehlen, damit es am leichtesten zum Servieren. Ich zeige dir den mal eben, dann kannst du ihn gleich nachmachen. Wichtig sind Fixierung von den 2 Fingern und einmal die 2 Finger hier oben. Ja. Der Daumen haltet den Tellerrand. Ja. Dann stellen wir einfach darauf unser zweites Teller und da kann auch nichts passieren. Außer es ist wackeliges Essen. Einfach mal probieren. Also die 2 Finger fixieren. Hier stech ich es drauf. Genau. Dann würde ich jetzt also so ankommen und dir mal servieren. Genau. Und wenn ich das hier schon so stabil mache, dann kann ich auch ein bisschen wedeln. So, und da kommt schon unser Hauptgang. Schönen guten Tag. Ihr erstes Gericht und auch noch Ihr zweites. Kannst du gerne so machen. Jedoch soll das Essen am Schluss noch am Teller sein. Ja gut, ich passe auf, dass ich nicht zu doll. Genau. Und eine Kleinigkeit noch. Wir servieren immer von rechts und räumen von links ab. So rum ist es einfacher. Und meistens wissen die Gäste das auch und dann stoßen Kellner und Gast nicht so leicht zusammen.
Okay, jetzt wo ich weiß, wie man so bedient und die Dinge bringt und nimmt, gibt es noch irgendwie die goldene Regel, die ich unbedingt immer im Kopf haben muss? Eigentlich ist es nur wichtig, dass du immer freundlich bist, respektvoll, höflich, eine Herzlichkeit mitbringst den Gast. Das ist eigentlich das Wichtigste. Okay, ich bin Gastgeber und ich will denen ein gutes Gefühl machen. Genau. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Muss sagen, ich bin langsam auch so ein bisschen aufgeregt. Ach, muss doch nicht sein. Wir haben toll geübt. Okay. Langsam wird's Abend in Hamburg. In der Küche bereitet Küchenchef Peer mit seinem Team aus 9 Leuten das Abendessen vor. Heute werden 45 Gäste erwartet. Bis das Essen fertig ist, gibt's für euch aber noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, in welcher Stadt wurde das erste Hotel eröffnet? A. In London, B. Moskau oder C. in Istanbul? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Da habe ich, David Lowe, das erste Hotel der Welt eröffnet. Hier bei mir in London, England. Richtig ist also Antwort A. So Leute, es wird ernst, die Gäste sind da. Ich wollte direkt die Karten bringen, aber das macht man gar nicht. Man bietet immer erstmal einen Schluck Wasser an. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo ihr vier, geht's euch gut? Vielen Dank. Ja, danke. Prima. Möchtet ihr schon mal einen Schluck Wasser trinken? Sehr gerne. Ja? Als nächstes wählen die Gäste ihre Speisen und Getränke. Die Bestellung gebe ich in die Küche weiter. Dann servieren wir die Getränke. Während die Gäste es sich gemütlich machen, gibt Küchenchef Peer den Gerichten den letzten Schliff. Servus, bitte. Das sind wir, ne? Oh, das sieht ja fantastisch aus. Ja, auf alle Fälle. So, das heißt, das nehme ich jetzt schon mal so, ne? Genau. Wichtig ist auf alle Fälle das gleichzeitige Einsetzen. Das heißt, wir fangen jetzt bei den Damen an, setzen gleichzeitig an. Also geben denen das gleichzeitig. Genau. Wichtig ist, du annoncierst das Essen. Was bedeutet das? Du erklärst den Gästen, was sie eigentlich vor sich stehen haben. Ah, okay. Danke euch, bis gleich. Bis gleich. So. Los geht es. Meine Damen und Herren. Bitteschön. Hier haben wir einmal unser Signature Dish. Das ist ein Salat mit vielen Dingen. Dann haben wir hier die Hummersuppe. Bei dir gibt es den geräucherten Lachsaal, den geräucherten Aal mit der Kartoffelschnitte. Und du hast unsere Dorade mit den Gnocchi und dem Kürbis. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Jetzt gehen wir, richtig? Okay, alles klar. Ja, das mache ich zu Hause, wenn ich wieder. Ein guter Kellner ist immer für die Gäste da, ist aufmerksam und erfüllt ihre Wünsche. Das Wichtigste, immer freundlich sein. Gecheckt. Und jetzt? So, jetzt geht's an Spülen. Das ist deine nächste Aufgabe, das wird dringend erledigt, weil wie du siehst. Meine Aufgabe? Ja. Das habt ihr nicht eine Spülmaschine? Hier ist doch eine Spülmaschine. Ach, die ist leider kaputt. Also wird nix. Ich soll das von Hand spülen? Ja. Okay. Machst du gut, ne? Danke dir. Also, liebe Leute, das war's vom Hotelcheck. Ich habe heute gelernt, wie cool es sein kann, es sich als Gast in so einem Hotel richtig gut gehen zu lassen. Aber ich habe eben auch kapiert, dass hinter den Kulissen eine ganze Menge Arbeit notwendig ist, damit das funktioniert. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fange an zu spülen und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich habe was vergessen. Hast du eine Frage? Aufgerissen heiß? Ja. Geht das? Super. Ja. Danke. Okay, cool. Super. Das, danke. Also auch noch, oder was? Ja, ja, danke. Ist doch nicht dein... Wo soll ich denn das hier abstellen? Wasser super. Das ist Tobi. Checker Tobi. Checker Tobi.